Liebe Brüder und Schwestern, wir alle machen Fehler. Wenn es Probleme gibt, können wir immer auf zwei Arten reagieren. Die erste, wir ergreifen die Initiative, um das Problem zu lösen und die Spannung zu beenden. Die zweite ist, wir reagieren mit Aggression. Dadurch wird das Problem verschärft. In diesem Sonntagsevangelium stellt uns Jesus eine einfache Technik vor, um die Spannung in Beziehungen zu beenden. Jesus sagt, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Wenn wir nach diesem Vorbild Jesu die Initiative ergreifen, mit einer Person sprechen, ihr zuhören und sie ernst nehmen, dann kann diese Person sich vielleicht ändern. Wenn nicht, dann können wir andere Menschen um Rat bitten. Menschen, denen wir vertrauen. Menschen, die erfahren und klug sind. Menschen uns aus unserer Familie, Priester oder andere Experten. Wenn sich ein Mensch trotz all dem nicht ändern kann, dann lasst uns dem Rat Jesu folgen und einfach für ihn beten. Das Grundthema lautet hier: Vergebt einander. Wenn wir einen Bruder, eine Schwester verurteilen, dann das ist nicht möglich. Nicht durch Eifersucht oder Rachegefühle, sondern allein mit Liebe kann man seinen Bruder gewinnen. Liebe Brüder und Schwestern, das ist meine letzte Woche als Ferienvertretungspriester in unserer Pfarreiengemeinschaft Morsbach, Friesenhagen, Wildberger Hütte. Vielen Dank für Ihre Gebete und Unterstützung. Ich habe mich hier zu Hause gefühlt. Danke, Ihr Clayton.